Willkommen zurück, Leute, zur 52. Episode. Jo, was steht an? Wir haben die Target Escort Map wieder mal auf der Observatory Map, auf der wir gerade eben schon die Covered Extraction hatten. Also in der letzten Episode. Und ja, ansonsten haben wir hier einiges an neuem Spielzeug, was in der Foundry oder jetzt in der Werkstatt gebaut wird, was vorher in der Foundry erforscht wurde. Wir haben auch ein paar Captures, die noch darauf warten, von unserem Research-Team hier, von Valen, erforscht zu werden. Aber das können wir jetzt noch nicht ganz machen. Was wir aber auch schon mal erledigen können, ist das Umrüsten der letzten drei Jäger, die hier gerade noch sind. Die sind alle noch länger in der Reparatur und ich werde sie noch danach eben zum Umrüsten schicken. Ich finde es immer wieder fürchterlich, dass das 7 Tage dauert, neue Waffe anzuschrauben. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass die ganze Energieversorgung umgestellt werden muss, wenn man eben von selbstgetriebenen Raketen auf Lasercannons umstellt. Es wird sicherlich irgendeinen Grund dafür geben, der nicht nur Gameplay ist. Aber ja, ich kann es aus Gameplay-Sicht nachvollziehen, dass es nicht instant sein soll. Naja, so. Dann haben wir noch irgendwelche Requests. Mutant Corpses. Ich würde gerne ein paar mehr Engineers haben, aber will die eigentlich gerade nicht abgeben. Wir brauchen die nämlich noch fürs Ammo Conservation Projekt. Das können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen. 520 Mutant Corpses brauchen wir dafür eben. Hei, das müsste ich eigentlich auch bald mal lostreten, weil es auch lange dauert und halt eben auch sehr wichtig ist, aber habe ich partout keine Ressourcen für momentan. Wir werden uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier, wie auch in der letzten Episode kurz angerissen, bald den Uplink zu bauen und dann zwei Satelliten dazu. Das werden wir dann wahrscheinlich ungefähr in 10 Tagen beginnen, sodass wir dann vor Ende vom August das Ganze fertig haben. Und parallel zu den Satelliten, die wir dann hochschießen, wollen wir eben auch die letzten 4 Jäger und ihre Lasercannons haben. Also das ist eben dieser Batzen von 1000 Ressourcen, die wir dafür aufbringen müssen. Ja, jetzt haben wir hier diese schöne Council Mission mit tollen Belohnungen, die uns da in Aussicht gestellt werden. Leider musste ich ungefähr 4 Soldaten exhausten, um hier einen vernünftigen Squad oder den besten möglichen Squad für diesen Missionstypen zusammenzustellen. Und wir gucken uns jetzt mal das Ganze in der Map an. Ich muss daran denken, dass hier mein Rocketeer und meine Damage-Infanterie beide keine Carapace-Armors haben, aber das sieht man dann ja auch an den wesentlich kleineren HP-Balken im taktischen Kampf, in der taktischen View. Jo, los geht's! Touching down. We'll be deploying to Russia for this one. Operation Purple Empire. Ich bin mal gespannt, was wir hier für Gegner haben. Also auf Council Missions hat man natürlich immer die üblichen Thin Man Drop-ins. Und ich vermute, wir werden es mit ein oder zwei Squads Mutants zu tun bekommen. Es werden uns dann hoffentlich die ersten paar Audio-Hinweise liefern, was uns da erwartet. The Council believes Dr. Marizuki's research to be extremely valuable. They're requesting we escort him safely to the evac point. Big Sky will be in position to make the pickup at the other end of the facility. New objective received. Jo. Ihr kennt die Map schon? Ich habe sie ja letzte Runde schon beschrieben. Hier ist das große Observatory mit dem Dach. Hier ist noch ein zweites, auf das man auch raufklettern kann. Hier sind so Tanks, hier ist ein kleiner Schuppen. Und hier stehen dann noch ein paar LKWs und hier ist eben die Evacuation Zone. Ein Fehler, den ich das erste Mal gemacht habe, als ich diese Mission gespielt habe, oder allgemein, als ich Target Escorts gespielt habe, ich dachte, ich müsste irgendwie schnell, möglichst direkt zu dem Punkt rennen und könnte eventuell einfach vor den Aliens davonlaufen und halt in die Zone sprinten. Ist vielleicht auch eine mögliche Strategie, aber meiner Meinung nach keine besonders effektive, da man häufig dann festgenagelt wird und sich dann in einer schlechten Position wiederfindet, wo man von allen Seiten angegriffen wird. Auch ist es schlecht, nicht nur, weil man hier irgendwie zentral in der Map rauskommt, hier aus diesen Türen rauszugehen. Also nicht nur aus dem Grund ist es schlecht, aus diesen Türen rauszugehen, sondern auch, weil man da sehr begrenzte Feuerpositionen hat auf die Aliens. Man kann halt zwei hier an die Tür stellen, dann kann man hier noch in diese blöde Kammer gehen. Na? Ist. Wieso kann ich mir das gerade nicht vernünftig angucken?
Hier ist noch so eine Kammer mit einem Fenster, noch einer kleinen Vorkammer, einer doppelten Tür und eben noch einem zweiten Fenster. Aber all diese Positionen sind relativ gefährlich. Also ich möchte die Route nicht nehmen. Stattdessen werden wir vermutlich hier hinten rumgehen, durch diesen Raum hier gehen und uns in diesem Bereich hier mit den Gastanks und der Hütte aufhalten. Versuchen eben einen großen Teil der Map wieder zu umgehen und hier außen rum zu rennen und ihn in Sicherheit zu bringen. Wenn wir hier außen sind, können wir auch theoretisch unseren Sniper und vielleicht noch jemand Zweites aufs Dach bringen, um von da aus eben den ganzen Vormarsch zu decken. Den zweiten Soldaten brauchen wir eben da oben, um den Sniper dann auch vor Thin Mans zu schützen. Jo, sobald man hier seine ersten Schritte macht, wird man auch schon die ersten Drop-ins bekriegen. Also deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich einfach hier hinten hin und arbeiten eben wieder mit vier Overwatches. My efforts here have been focused on studying the alien flight paths, in the hopes of determining exactly where it is they came from. Ja, der gute Dr. Marazuki hier ist unsere VIP, auf die wir aufpassen müssen. Und ja, ich glaube, dann können wir jetzt eigentlich mal loslegen. Jetzt die ganzen Laufreichweiten gecheckt. Hier ist unser Sniper. Scout. Ich habe ja sogar einen Assault dabei, stimmt. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch zwei Gunner, oder? Ist nicht so? Hier ist auch mein zweiter, richtig, ja. Okay. Headed there now. Affirmativo. Hier draußen, das ist auch noch ein bisschen weird an der Map. Hatte ich auch schon ein paar Mal diese halbhohe Geschichte hier. Sollte ja eigentlich keine Sicht blocken von diesem Soldaten auf dem Alien, was möglicherweise hier stünde. Allerdings ist es so, dass irgendwie diese Geländer das Ganze dann doch zu einer vollen Deckung machen, was Sichtlinien angeht. Also ich hatte es schon häufiger, dass ich dann plötzlich einen Alien hier nicht mehr sehen konnte. Ich überlege nur gerade ganz kurz, ob wir noch irgendwie diese Positionen hier sichern sollten, diese Türen, dass wir sie blocken oder sowas, dass uns hier keine Patrouillen in den Rücken laufen. Aber ich denke, wir verzichten darauf. Diese Tür hier, durch die ich auch durch möchte, werde ich aber wahrscheinlich schon blocken. Ich vermute mal mit dem Assault. Roger, Dodger. Das Sniper hin, vielleicht hier in die Ecke. In Marcha. I'm rolling. Infanterie kann ich ganz gut hier mit an die Tür, das Ganze in die nächste Runde machen. Stellen wir erstmal hier hin. Roger that. Scanning. Voy hacia allá. Ojo visor, comandante. Und Rocket hier hin. Ah, mein Sniper hat auch einen Grappling-Hook, also er kann auch ohne die Leiter einfach hier sofort aufs Dach rauf. Aber wie schon gesagt, ohne ihn schützen zu können mit einem zweiten Soldaten, ist das eine riskante Angelegenheit. Ich habe auch noch zwei Battlescanner dabei. Wie erwartet, höre ich ein paar Mutants grunzen. Klingt doch irgendwie nach mehr als einem Pot. Ah, der dürfte Geschichte sein. Beholzen Sie wieder all Ihre Munition. Wie eine Bande ungezogener Kinder. So, hier ist jetzt halt ein kleines Problem, bestehend darin, dass man hier keine Deckung hat, wenn man hier vorrückt. Also in diese Richtung nicht. Es ist aber auch unwahrscheinlich, dass wir da jetzt groß Kontakt kriegen. Trotzdem sollten wir parallel hier in dem Häuschen vorrücken. Ist aber das Problem, dass es hier ein Fenster gibt und wir dann hier eben aufdecken werden und möglicherweise Aktivierung haben. Also das sollten wir versuchen, möglichst gleichmäßig alles hinzukriegen. Raus. Schicken wir mal unseren Scout hier vor. Schmeißen wir jetzt auch mal den ersten Scanner, aber ich hatte es befürchtet, der kann hier wieder nicht über die Ecke rüberwerfen. Ich würde ihn also nur hier hinten werfen und das bringt mir gerade nichts. Aber dass sie jetzt bei dieser Bewegung noch nichts entdeckt hat, ist ganz gut und liefert uns auch ein bisschen Platz wieder für die ganze Chose hier. Heading to that location. Gehen wir mit den beiden Infanterie hier an die Tür. Ich confirme la position.
Meine zweite Shotgun nehme ich hier mit raus. Und der Rest des Squads rückt hier ebenfalls mit vor. Doc nehmen wir dann gleich wieder in unsere Mitte her. Blue Grom hat ja mittlerweile auch schon Rapid Fire. Es ist eine feine Sache. Okay. From what I've observed so far, it's clear the aliens have developed a propulsion system that allows for faster than light travel. So, da kommt wieder zu uns. C'était quoi ce bruit? Auch leichtere Fußschritte von irgendeinem anderen Pod. Tatooine, Thin Mans, könnte alles mögliche sein. Und wie schon gesagt, ich rechne schwer mit zwei Pods Mutants. So, wir werden uns jetzt hier an der Wand... Ja, ich würde echt schon ein ganz gerne das Teil nehmen. Ach, sehr gut. Kann ich den Scanner nämlich hier ein bisschen weiter werfen. War vielleicht hier einen... Bild von der Situation verschaffen. Na, wo ist jetzt wieder mein Wurf? Da war er doch, komm schon. Weißt du, kannst das? So. Das ist jetzt ein bisschen verschwunden nach links, aber das ist eben genau die Route, die wir hier einschlagen wollen. Deswegen kommt hier jetzt mal der Scanner hin. Besser wäre es noch hier ein bisschen nach rechts mit dem Scanner rüberzukommen, aber. Hier ist alles sauber. Das heißt, es nachrücken. Wir wissen eben nicht, ob hier der Part sauber ist. Also wenn wir hier reingehen, muss es nochmal gefährlich werden. Wir öffnen jetzt aber trotzdem mal hier die Tür. Und das Problem ist, dass man hier nicht so tolle Deckung hat. Muss ich jetzt wirklich hier schon vorgehen? Ich glaube, ich warte noch, bis der Rest des Squads hier hinten in Position ist. Moving to position. Ich lasse auch mal jemanden noch hier oben drauf. Ich habe Sorge, dass ich hier eben irgendwie einen Drop-In kriege, den ich sonst nicht mehr erwischen kann. That's affirmative. Jawohl. Den Doc lassen wir wahrscheinlich erstmal hier drin. I find myself wondering how far these creatures have traveled to undertake this invasion. The resources involved are staggering. Stell ihn mal hier hin. Also ich glaube, da sind die Deckung für ihn einfach besser, wenn jetzt hier irgendwas reinkommen sollte oder sowas. Ist eigentlich egal, da die Aliens, wenn sie reinkommen, noch nichts direkt machen können. Ja, das wäre schon ziemlich blöde, wenn hier jetzt plötzlich so eine Bande Mutants reinplatzt, aber... Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. So, hier legen wir Schüsse an. Ja. Hätte ich bloß nichts gesagt. Naja, aber die Overwatchen nicht bei Aktivierung, also wir können damit umgehen. Wir haben die Rakete hier parat. Leider müssen wir halt unsere Infanterie wahrscheinlich wegbewegen. Ja, aber der Rest meiner Leute kommt kaum hin. Hier habe ich einen Run-and-Gun, mit dem ich noch was machen kann. Flashbang kann ich dann aber nicht mehr einsetzen. Der Rocketeer steht aber gut, um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Naja, also er kann zumindest die beiden hier beschießen, dem einen die halbe Deckung wegnehmen. Ich glaube, das Ding hier in der Mitte kann man nicht zerstören. Aber ich könnte dann eben schon mal eine Menge Schaden an dem machen und den kann ich dann theoretisch auch flanken, sofern wir den anderen da eben ausgeschaltet bekommen. VIP wird dann natürlich weggehen. Die beiden Heavy Gunner können hier ran. Sniper wird nichts machen können. Scout wird auch nichts machen können. Mit ihm habe ich nur den Run and Gun. Also wir haben keine Flashbangs zur Verfügung. Deckung kriege ich nicht aufgeschossen. Habe aber angelegte Schüsse mit meiner Infanterie. Vielleicht schaffe ich es, den da hinten auszuschalten. Sie müsste eigentlich ziemlich gutes Aiming haben. Aber die volle Deckung verhindert dann doch noch das Beste. Ich denke, wir setzen die Rakete auf die beiden Mutants ein.
zu gern hier vorne einsetzen, aber das klappt leider nicht. Dann jucken wir die beiden hier mal. Suck on this. Suck on this. Okay, der eine ist Futter. Wir haben 4 Schuss mit der Infanterie, wenn wir uns nicht bewegen, aber dafür müssen wir eben den da hinten irgendwie ausschalten. Und eine Suppression reicht mir dafür nicht. Und ihn wegzuflaschen würde bloß heißen, dass er vermutlich irgendwo hier hinten hinrennt. Oder auf die andere Seite der Tür oder sowas, und dann habe ich nichts gewonnen. Aber es wäre schon schön, die Infanterie nicht bewegen zu müssen und mit beide Schüsse zu nehmen, mit beiden ihre Aiming-Boni zu kriegen. Ja, also wie war's? Die beiden Heavies müssen hier an die Kante. Wäre es noch ganz schön, hier einen kleinen Korridor zu lassen, dass der Run and Gunner möglichst nah rankommt. Da ist den Heavy hier hin. Sehe ich den dritten Muton überhaupt? Da versteckt er sich komplett hinter der Säule. Ah, nur die Infanterie hat Sicht auf den. Das ist uncool. So, und der Run and Gun kommt auch nur bis hier hin. Schaffen wir es, den Mutant auszuschalten? 67. 2 Schuss, der zweite ist ein bisschen schlechter. Ah, ne, auf ihr nicht. Sie hat nicht die Battle Rifle. Aber sie hat auch nur eine 62. Und der nächste Schuss wird ein bisschen schlechter. Also, statistisch gesehen müsste ich den wahrscheinlich umgebracht kriegen, aber ob das tatsächlich klappt. Sniper kann nichts machen, hat schon gesagt. Sie kann auch nichts machen. Okay. Beiden sind nicht das Problem. Ja, der eine schon irgendwie ein bisschen. Und auf einen Holo setzen. Wahrscheinlich sogar wegflaschen. Und mit Rapid Fire töten, das ist ziemlich safe. Und dann könnte ich zur Not noch suppressen. Aber ich fürchte, wir müssen die Infanterie bewegen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt alles auf die Karte setzen möchte, die jetzt sofort ausschalten. Also, dass ich es schaffe, sie alle auszuschalten. Außerdem habe ich jetzt hier auch einen Bereich aufgesprengt. Und wenn hier gleich die nächste Patrouille kommt und immer noch in der schlechten Position stehe mit der Infanterie, ist das wahrscheinlich nicht so clever. Dann vermutlich schicken wir unseren kleinen Dude hier raus. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg, sodass er nicht durch Granaten beschädigt wird. Hier wird er dann immer noch ganz gut gecovert von dem Sniper und dem Scout, die ja beide eh nicht gerade was beisteuern können. Ich weiß nicht, ob ich den Sniper hier hochziehe. Können wir hier die beiden Positionen noch einnehmen. Die beiden ziemlich wahrscheinlich ausschalten. Den einen müssen wir dann noch irgendwie überleben. Das ist ein bisschen blöd, weil er mich dann wahrscheinlich auch grenaden könnte. Aber wenn er mich grenadet und die anderen beiden tot sind, dann kann nichts allzu Schlimmes mehr folgen. Wir schicken mal ganz kurz hier unseren Run and Gunner rein. Mal sehen, ob der vielleicht noch einen Schuss auf den Mutant hinten kriegt, wenn ich ihn hier links hinstelle. Nein, die Säule blockt alles. Und seine Schüsse hier sind auch nicht besonders toll. Die Sache ist, wenn ich die hier rüberziehe, habe ich wahrscheinlich auch keinen Schuss mehr auf den. Weiß nicht, ob ich von hier eine Sichtlinie habe. Ist eher unwahrscheinlich. Und hier hätte ich natürlich eine. Ich hier relativ weit vorne stehen bleibe. Ja, du haust da jetzt mal ab. So, also jetzt nochmal. Das darf jetzt hier nicht schief gehen. Wir brauchen eine gute Verteilung unserer Schüsse. Das hier ist eine volle Deckung. Es ist also besser eigentlich fast noch als die halben hier. Ich denke, ich nehme mit ihr die volle. Mit ihr hier hin. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir die Schüsse alle verteilen. 60. Ah, der ohne Deckung ist natürlich ein geringes Problem. Wir könnten den anderen auch noch suppressen, wenn es nötig wäre, aber ist es wahrscheinlich nicht. Du wirst deinen Schuss wahrscheinlich auf den hier abgeben, in der Hoffnung, den schon mal zu beschädigen. Ich glaube, wir fangen mal hier mit der Shotgun an. Okay. Dann haben wir noch ein Holo von dem einen Gunner. Ja,
eigentlich besser, das auf den hier zu setzen. Tu mir mal den Gefallen und schaltet den aus. Am besten machen wir es mal mit Rapid Fire. Zwei 61er sind besser als ein 71er. Und der erste sitzt gleich. So, jetzt können wir den noch suppressen. Und den Holo geben. Jetzt wird er hoffentlich auch ausgeschaltet und wenn nicht, dann ist er, wie schon gesagt, immer noch suppressed. Das darf jetzt mal hier Beatrice übernehmen. Das ist schön. Und jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich jetzt gegen den? 51 hilft nicht viel. Ankern hilft auch nicht viel, dann schnappt er sich vermutlich bloß die an. Ah, die kann er nicht sehen. Ich glaube, Ankern ist gar nicht so schlecht. Die anderen haben alle keine Sicht. Wenn ich Glück habe, schmeißt er jetzt entweder eine Granate oder schießt halt auf sie. Sie hat noch relativ viel HP und mit dem Hunker-Bonus gibt es noch ein bisschen mehr Damage Reduction. Dann dürfte sie eigentlich nicht in die HP reingehen. Granate. Ich glaube, die anderen beiden lasse ich so, dass ich hier den gut decken kann für Thimmen Drop-Ins. Er kann hier den kompletten Bereich überdecken, übersehen. Mein Scout ist hier. Mein Run and Gunner kann zur Not, falls hier unten was hinfällt. Noch irgendwen bewegen, um das ein bisschen zu verbessern. Den Scout hier rüberziehen. Ja, ist schon okay so. It's about to heat up over there, Strike One. X-rays are making their way to your position. They're starting to lose ground. Newton haut ab. Fair enough. Oh, der hat ja ganz schön die Hosen voll. Macht dann Sprint diagonal über die ganze Fläche. Müssen wir mal gucken, dass wir den Sniper vielleicht in eine Position kriegen, um den einzusammeln. Uncoole Drop-Ins. Also der eine, der hier ist okay. Kann man Sniper gleich ausschalten. Oder sonst wer. Ne, mit meinem Sniper möchte ich mich ja ein bisschen umpositionieren. Also der wird das nicht machen. Ach Gott, ich habe echt freie Wahl. Wie wär's denn mit einer Infanterie? Die kann sich danach noch bewegen. Jetzt haben wir die Gefahr von einem Thin Man, der von hier oben runterkommen kann. Gehen wir uns mal hier in die volle Deckung. Hier ist nur eine halbe. Was soll das denn? Geflixt. Ich würde gerne meinen Sniper. Wo will ich ihn denn hinkriegen? Eigentlich wäre es ganz gut, wenn er jetzt langsam mal aufs Dach geht. Grappling ist ja echt abgefahren. Also der stand hier. Wenn ich auf das Dach gehe, dann habe ich kein Problem. Muss ich leider noch die zweite Bewegung nehmen, um mich hier in die Deckung zu bringen. Ticken um die Ecke. Wollen wir den zweiten Battlescanner jetzt schon einsetzen, um Tabs auf dem Muton zu behalten. Wäre nicht das Dümmste. Ich weiß aber nicht genau, wenn ich den hier oben raufwerfe. Das Terrain ist hier halt sehr zerstückelt von der Entdeckung. Möglich lege ich ihn mal so ungefähr. Dann müsste ich eigentlich Sicht kriegen. Und es deckt mir wieder die Route ab, in die ich laufen möchte. Ich glaube, das macht Sinn. Nächste Runde, ihn erst zu werfen, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass der Muton auch nicht unmittelbar in der Nähe ist. Können wir hier noch den Shotgunner vorschicken, um den Thinman zu kümmern, der gleich mitkommt. Bitte auch overwatchen und noch ein paar Leute, die hier aufpassen. Sie wechselt mal ein bisschen die Position, sodass die Rakete auch hier durch die Tür setzen kann. Passt mir hier noch ein bisschen auf den Großen auf. Einer geht nochmal ein bisschen nach rechts rüber, dass wir hier die Ecke besser abdecken können. Und der Muton zurück.
Und er steht wahrscheinlich ganz gut für meinen Sniper. Kommt noch ein Pod-Muton mit Floater. Noch ein Pod-Mutons. Auch mit einem Floater. 3 und 2 plus Floater. Ein Drop-M für Blue-Ground wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Was macht der hier? Kommt da mein Overwatch gerannt? Oh ne, er hat nur das eine Teil gehabt, aber Covering Fire Overwatch. Ah, schade, aber guter Treffer. Hätte nicht ganz gereicht. Die Leute stehen in voller Deckung. Und deswegen sitzt auch die Acid-Wolke da rein, die Drecksau. Naja, momentan haben wir nicht viel Kontakt. Also der eine Mutant hier vorne, er hat natürlich einen ganzen Batzen HP. Und das hier ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke, sie kann den mit 2 Schuss ausschalten. Mein Sniper hat hoffentlich Sicht. Aber nur auf den unaktivierten Pod. Schade, ich dachte, sie könnte hier runter gucken. Ist jetzt nochmal ein bisschen gefährlich hier. Wir könnten hier vorlaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dürfte eigentlich keine Aktivierung sein, würde mich aber durchaus in die Nähe einer weiteren Aktivierung bringen. Wir müssen jetzt erstmal hier den blöden Thin Man ausschalten. Nervt mich. Danke. Das Beste an Thin Man ist, wenn man sie in ihrem eigenen Squad zum Explodieren bringt und sie irgendwie Mutants asseten. Aber so viel, so einen großen Gefallen tun sie uns gerade hier nicht. Rocket hier vielleicht noch einen Teil rüber. Muss jetzt irgendwie gucken, dass wir hier mit dem umgehen können in der nächsten Runde. Zum Beispiel mit einer Suppression. Positionen sind alle ein bisschen käsig wegen der Säule hier. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mich mal hier hin bewege. Nehmen wir mal erstmal die hier. Hat aber auch eine volle Deckung. Rocket hier geht noch einen Teil rüber. Man muss aber auch echt aufpassen, wenn der Typ hier vorne hinkommt, könnte das gefährlich werden. Er muss sich leider den Schuss verkneifen gerade. Hier müssen wir hankern. Das machen wir mal nicht ganz. Also wir unterbrechen die Sichtlinie und bereiten uns vor, dass wir in der nächsten Runde hier noch was machen können, wie zum Beispiel eine Flashbang zu werfen. Und vielleicht müssen wir ihn auch noch mal ein bisschen bewegen, zum Beispiel hier hin, sodass ich ihn noch von hier drinnen decken kann. Wäre ganz schön, wenn wir das noch erreicht könnten. So. Das letzte aktive Alien. Oh, kann er jetzt meinen Sniper sehen? Der andere Pod. Ja, der Battlescan hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir wissen jetzt, wo der große Teil der Aliens ist. Wir verlieren jetzt natürlich wieder die Sicht, aber trotzdem haben wir eine gute Ahnung, wo wir längs können und wo nicht. Die Mutant da draußen ist ein bisschen merkwürdig. Also ne, mein Sniper kann den nicht sehen. Ich könnte jetzt hier das eine Teil rangehen und ihn aufdecken. Ich könnte ihn flashbringen, aber ich kann eben eigentlich noch nicht so richtig was gegen ihn machen gerade. Hätte ich jetzt Hit and Run oder so ein Kram? Ah ne, es wird auch nicht funktionieren. Ist jetzt gerade die Frage, was machen wir gegen den? Hier rantreten löst den Overwatch nicht aus, aber ein Shotgun-Schuss wird das Problem nicht lösen. Ich kann auch dem Ganzen nicht folgen. Wenn ich hier jetzt um die Ecke gehe, dann aktiviere ich bloß haufenweise Aliens, die ich gerade nicht aktivieren möchte. Also ist die Antwort wahrscheinlich erstmal Overwatching. Ich fürchte schon. Wir wissen eben auch nicht, was noch mit weiteren Thin Mans passiert. Da muss noch gehankert werden, leider. Hoffe nicht, dass er jetzt hier irgendwie so einen Move macht und durchs Fenster springt und plötzlich neben mir steht. Nein, er steht da, wo ich es dachte. Das war wieder eine Zuschaustellung der außergewöhnlichen Intelligenz eines Mutants. Oder habe ich was übersehen? Die Wand war weggeflammt, weggebrannt. Das steht auf jeden Fall im Freien. Hat sich einfach nochmal ein Teil nach hinten gestellt. Es dürfte jetzt aber auch die Sicht für sie unterbrochen haben, aber ich hoffe, Blue Gun hat. Ja.
Könnte ich jetzt hier einen Rapid Fire mit 61 machen. Schön wäre es, wenn wir vorher noch ein bisschen Holo raufkriegen. Wir haben alle keine Sicht. Sie kriegt auch keine. Ja, wie wär's denn jetzt hier mit dem Move? Siehst du, das funktioniert wunderbar. Klar. Ach, dann hättest du auch mal sitzen. Das kann. Das war nur 69. So, jetzt nehmen wir hier mal den Rapid Fire Kram. 271er könnte auch gut reichen. Nein, beide gemisst. Nein, nur einer. Jetzt haben wir noch 2 AP, die wir unbedingt machen müssen. Das können wir uns hier nicht entgehen lassen. Den dürfen wir nicht abhauen lassen. Wenn wir uns dafür ins Freie stellen, oder... ist das Asset schon runter? Ja, gut. Dann können wir hier was Schönes machen. Ich denke, von hier müssten wir eine Sicht haben. Und die Infanterie hat auch eine gute Trefferchance. Sieht eigentlich cool aus, wie er da ins Geländer gebissen hat. Okay, jetzt müssen wir uns schnell rekonsolidieren, ein bisschen nachladen und uns hier wieder in eine Position bringen. Wir haben ja hier 2 Pods Muton Floater aktiv und für die müssen wir eine Rakete in eine Position bringen. Wahrscheinlich die hier gar nicht so schlecht geeignet. Sniper ist auch nicht so schlecht positioniert. Ich könnte ihn aber auch noch hier hochschicken. Dann bräuchte ich aber langsam, wie schon gesagt, jemanden, der noch ein bisschen auf ihn aufpassen kann. Und ich habe auch ein bisschen Sorge hier, was ihn angeht. Steht jetzt hier draußen und das hier draußen überblicken wir überhaupt nicht mehr. Also ich denke, ich schicke ihn mal hier rein. Zum Beispiel hier hin. Oder irgendwo hier hin. Das ging ja auch. Ja, das hier ist noch ein bisschen zentraler. Gefahr einer Alien-Granate besteht. Hier ist der Winkel so, dass er von da angegriffen werden könnte. Aber ich denke, die Position ist noch am besten momentan. Hier ist das Asset auch weg. Gut. Können wir sie auch ein bisschen vorschicken. Besser reagieren können. Hier müssen wir nachladen. Ah, Lock and Load. Fantastisch. Nachladen und Overwatchen. Und den nächsten Gunner, wo schicken wir den hin? Hier wäre nicht schlecht. Weiß aber nicht, ob das jetzt schon... Ja, es dürfte für den Floater schon eine Aktivierung sein. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Stimme ich kurz ins Freie. Wahrscheinlich, je nachdem wie sich der jetzt verhalten, werde ich da gleich rangehen. Ah ne, sie hauen ab. Der andere Pot ist ja eher nach rechts gegangen. Und er kommt wieder zurück. Das ist ein bisschen die Frage, wollen wir hier was aktivieren? Schöner wäre es natürlich wieder, wenn sie in uns reinlaufen. Jetzt gibt es ein bisschen Teilgecounter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das hier sollte eigentlich keine Aktivierung sein, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Man könnte dann hier stehen mit 3 Leuten in vollen Deckung und overwatchen. Dann könnte ich den Sniper hoch aufs Dach ziehen. Ist schon verlockend, gell? Mal nachladen. Auch? Ach, den hätte ich mal vom Fenster wegziehen sollen. Ich will eigentlich nicht, dass er da steht. On the move. Ready to engage. Eyes peeled, Commander. In marcha. Vielleicht ein bisschen nach vorne. Also, wir können ja kurz gucken, ob ich die Rakete hier problemlos rausschießen kann. Ja, kann ich. Also, er kann auch hier in der vollen Deckung ein bisschen weiter hinten bleiben als Rocketeer mit wenig HP. Hoffentlich kommen jetzt keine Drop-Ins. Ärgern meinen Sniper. Hoffentlich kommt mal einer von den Pots jetzt in mich reingelaufen. Und wenn ich sowas äußere, dann kommt bestimmt immer gleich beide auf einmal. Bewegt sich irgendwie nur auf der Achse und der nur auf der. Oh, es ist verlockend, da jetzt mit einer Rakete zu eröffnen, aber da komme ich jetzt auch gerade nicht ganz ran. Aber jetzt habe ich eigentlich gerade den Zug, in dem ich Position hier einnehmen könnte. Machen wir das. Ah,
sie hat wenig HP, aber ist auch nicht schlecht im Schaden machen aus dem Stationären. Gunner trauen sich mal hier in die halben Deckung. Shotgun auch, dass die Flashbang auch in Position ist. Scout geht da weg, um nicht blöd zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob sie von hier so eine tolle Sicht hat. Vielleicht ziehe ich sie auch lieber rüber. Ja, du kannst erstmal bleiben. So, jetzt kennen wir ja schon und hoffentlich. Hä? Merkwürdige Aktivierung. Haben wir jetzt gleich beide Pots? Haben wir alle Smokes dabei? Ach gut, der andere Pot, der kleinere, ist abgehauen. Und die hier können wir jetzt schön mit einer Rakete bearbeiten. Das Overwatch-Glück ist uns nicht gerade hold hier. Blood Call. Aber sag mal, was ist denn das gerade? Ist das ein... Warum können die jetzt schießen? Aua, verdammte Scheiße. Hab ich irgendwas übersehen? Das war schon wieder eine ganz, ganz merkwürdige Aktivierung. Oh Gott. Normalerweise ist es doch so, dass die Aliens, wenn man sie aktiviert... Sie haben ihren Zug noch nicht genommen. Sie sind zu Beginn der Runde aktiviert worden. Ein Punkt Schaden ist hier in die HP gegangen von Blue Grom. Ach Gott, dieses Spiel immer wieder. Normalerweise ist es ja so, wenn die Aliens aktiviert werden, dann huschen sie in Deckung und sie bewegen sich, huschen in Deckung und können dann eben nichts mehr machen. Man ist selber dran. Zumindest wenn man sie halt von sich aus sich selbst aktivieren. Jetzt ist es halt völlig anders gelaufen. Sniper hat Sicht auf alle drei, kann wahrscheinlich den Floater killen. Ach Gott, echt. Ja, schauen wir mal wieder, was die Rakete für uns tun kann. Shredder ist nicht so gut geeignet. Besser wäre es auch hier, die Deckung wegzunuken. Ich glaube, die kann ich nicht wegnuken, aber wir probieren es mal hier mit den beiden. Sprüche sind immer wieder toll. So, die stehen also beide im Freien. Oh ja, toll. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit vorgelaufen. Das war noch ein Floater-Pod, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Das ist ein anderer Pod als die zwei... Ah ja, okay. Da haben wir insgesamt also vier Muton-Pods mit Floatern gemischt auf der Karte gehabt. Oh wow. Alle so viel Schaden machen. Müssen wir jetzt noch eine Flashbang irgendwie einsetzen. Aber von wo? Das hier sind ja alles keine Deckung. Und so hoch ist die Reichweite von ihr dann auch nicht. Vielleicht kann mein Scout eine einsetzen. Das dürfte auf keinen Fall zu einer Aktivierung führen. Shit. Das ist nochmal ziemlich spannend, glaube ich. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Wir können Run and Gun. Wir könnten also ein bisschen an einem Flanking-Manöver arbeiten. Wenn ich sie hier rüberrennen lasse, da ist die Gefahr, dass sie von der Granate erwischt wird, aufgesprengt wird, sehr hoch. Ich könnte sie aber noch unentdeckt stehen lassen. Ich glaube, das hier würde zum Beispiel funktionieren. Dann könnten sie in der nächsten Runde anfangen, Flanking-Manöver und Flashbangs einzusetzen. Ist schon mal besser als nichts. Sie hält keinen richtigen Muton-Treffer aus, aber ich muss auch Schaden machen. Was sagen dann die Schüsse auf die Ziele, die entweder in Deckung oder in der Luft sind? Ein paar Floater würden wir schon ausgeschaltet bekommen. Das Problem ist aber, wahrscheinlich werde ich schießen und tankern mit ihr, dass ich halt keine Smokes dabei habe, um hier meine Position zu verbessern. Hier werde ich wahrscheinlich dann auch schießen und tankern. Die beiden Mutons werden sterben. Der Sniper kann dann noch ein Ziel ausschalten.
Floater müssen auch weg, die können mir sonst zu schnell an mich ran und mich irgendwie bedrohen. Ich denke, hier rausgehen und einen Holo-Shotgun-Schuss erstmal zu setzen, in der nächsten Runde vielleicht auch einen Flashbang einzusetzen, ist eine gute Idee. Okay, 33 auf einem Floater wahrscheinlich. Flashbangs werden wahrscheinlich nichts erreichen. Nein. Sniper hat 100 auf allen Zielen. Bis auf den in voller Deckung, dem U-Turn. Na ne, auch auf dem. Den könnte ich sogar disablen. Ist das richtig? Ja. Auch eine gute Option. Das ist nämlich auch der Leader-Mutant. Sie werde ich dann vermutlich wirklich erstmal hier hinstellen. Das müsste eigentlich funktionieren. Also, ohne dass sie Sicht hat. Ach verdammt, sie hat doch Sicht. Ist jetzt der eine Mutant, den sie sehen kann? Shit. Das war nicht beabsichtigt. Hätte ich doch einen Run-and-Gun machen müssen. Aber wenn ich den disable, dann kann er mich immer noch grenaden. Fuck. Aber wenn ich die anderen beiden Mutants ausschalte, dann gibt es nur sehr wenige Ziele, die mich grenaden können. 52, 97, was können meine Gunner für mich tun? Die können ja auch Leute suppressen, das wird ja auch noch wichtig sein. Mein zweiter Gunner ist natürlich... Ne, Blue Gun ist schon, natürlich schon sehr stark verletzt. Hat auch jemanden flaschen. Nicht so sinnvoll. Batterie schaltet wahrscheinlich dann den letzten hier aus oder den. Ich darf jetzt hier nicht so vorschnell sein. Also mein Gunner. Kannst du den dicken Mutant hinten in der Deckung sehen und suppressen? Nein. Lugrom gilt, dass er noch weniger Ziele sehen kann. Aber auch ganz gut ist, da er nicht so gerne beschossen wird gerade. Ich glaube, die Position hier, die mir natürlich eine volle Deckung bietet, könnte aber auch schlechter sein, was die Sichtlinien angeht. Eventuell kann ich dann nur noch den hier sehen oder gar nichts. Also ich fürchte, ich werde hier mit dir stehen bleiben. So, nochmal rumgerechnet. Ich könnte den hier disablen. Mit den beiden Infanterie nehme ich jeweils einen Schuss auf die Jungs, die hier freistehen. Kill die beiden. Dann hätte ich noch eine Suppression auf einem der Floater. Trefferchance auf dem Floater ist wahrscheinlich ziemlich mies. Hier mal einen Shotgun-Schuss nehmen, das gefällt mir gar nicht schlecht. Okay. Merda! Ho mancato il bersaglio. Okay, mal den hier. Alien à terre. Es ist zu verlockend, jetzt mit beiden Infanterie jeweils zwei Schuss zu nehmen. Ich könnte echt viele Floater dezimieren dadurch. Gucken wir erstmal, wie es alles ausgeht, wenn ich irgendwelche 92er missen. Also, jetzt haben wir immer noch zwei Schuss mit den Infanterie. Wir haben einen 68 jetzt drauf. Lugrom hat überhaupt keine Ziele, die er sehen kann. Ich stelle hier mal eine volle Deckung. Vielleicht kann er dann immer noch jemanden suppressen. Bei 46er könnte ich nehmen. Oder eine Suppression auf dem Floater, das ist auch nicht schlecht. Dann könnte ich den jetzt suppressen oder da er geholot ist, vielleicht auch versuchen auszuschalten. Dann könnte ich wahrscheinlich noch einen zweiten Floater ausschalten, aber das lässt dann immer noch zwei Mutants übrig. Ich weiß nicht, ob ich das mit ihr... Ne, mit ihr riskiere ich es nicht. Sie hat zu wenig HP, um Treffer zu kassieren. Aber die andere Infanterie kann meinetwegen noch einen Schuss nehmen. Ja, aber sie hat auch wieder nicht den Schaden, um jemanden zu töten. Der hat ein HP weniger und das Holo drauf. Ich jetzt mal von mir ein. Es wäre schön, wenn die andere Infanterie Flash hätte. Hat sie aber nicht. Kyushin hat sie auch nicht, also bringt ihr das auch nichts, dass da jetzt noch weniger HP drauf ist. Der Sniper wird wahrscheinlich den hier disablen. Ja. Por qué no descansas un ratito? Und suppressen wir mal den, der nah an uns dran ist. Und suppressen den einzelnen Floater, den wir hier noch sehen können.
dann also zwei Ziele, die noch uneingeschränkt agieren können. Er steht okay. Er wirft keine Granate auf meinen Shotgun, das wäre jetzt das Gefährlichste. Und ich hoffe, ich aktiviere jetzt die nicht einmal. Wir haben gleich wieder eine Rakete mit Shredder und die haben kaum noch Deckung, die Aliens. Der haut ab, okay, gut. Bloodcall ist auch kein Schuss, gut. Das ist ein Miss. Der hankert, der erwidert das Feuer. Ich dachte, der eine Muton hätte noch nichts. Was hat denn der gemacht diese Runde? Ich dachte, der hätte noch nichts gemacht. Okay. Puh. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Öffnen wir wahrscheinlich wieder mit einer Rakete. Ob wir die Flash, die Shredder jetzt. Wir kommen nicht weit genug. Stehen alle in Deckung für meinen Rocket hier. Mist. Er hätte also doch nach vorne gemusst. In den Suppressions hat sich nichts geändert. Ich sehe hier mit den Gunnern wirklich nur sehr wenig Aliens, aber den einen dicken Muton hier kann ich suppressen, das ist gut. Infanterie kann sich dann darum kümmern, mal ein paar von den Floatern runterzuholen. Ist ein Crit, aber sie hat dann nicht mehr viel Munition. Der Sniper wird jetzt eh keinen Disabling Shot nehmen können. Aber langsam mal hier an ein paar gefährlichen Zielen arbeiten. Also wie war's? Der fliegende Floater ist suppressed. Blue Grom kann den Muton suppressen, den linken von den beiden. Das heißt, wir müssten die beiden Floater am besten ausschalten und den noch irgendwie behaken. Sie wird auf jeden Fall einen Schuss nehmen. Wodurch dann. So, der ist ja der, den ich suppressen kann. Was passiert dann, wenn ich sie einen Teil rüberziehe? Ändert nichts. Den sichtbaren Aliens, meine ich. Asti, dann nimm einfach mal den Schuss. That is not good. Schaut den aus. Jetzt ist die Frage, nachladen oder lieber aus... Müssen wir mal gut überlegen. Versuchst mal den hier zu killen. Schön. Sehr, sehr gut, das war wichtig. Jetzt können wir einen Holo setzen. Oder eine Flashbang. Hier ist ein Floater rübergeflogen, steht offenbar gerade genau hier. Das macht es jetzt hier ein bisschen riskanter, noch irgendwelche komischen, verrückten Flanking-Manöver zu machen. Ich könnte vielleicht hier hinrennen, den Floater erschießen. Aber es ist recht gefährlich. Nee, dann würde ich die beiden hier aktivieren. Dann würde ich noch mehr Gegner gerade ranholen. Das möchte ich auf keinen Fall. Vielleicht schalten wir einfach den Muton hier mit einer Flashbang. Stellen den mit einer Flashbang ruhig. Der Floater kriegt nur einen Schuss auf eine volle Deckung gegen mich. Dann müssen wir uns zumindest um den keine Sorgen machen. Das gefällt mir gut. Jetzt ist es doch wieder zu einem Kampf hier genau in der Mitte der Karte gekommen. Ich weiß auch nicht, das war Kacke. Wahrscheinlich hätte ich mich hier zurückziehen sollen. Hier hätte den Deckung irgendwie auf Mutons eher warten sollen. Ich bin auch immer zu ungeduldig für sowas. So, also wir haben Sniper. Hier noch einen Heavy. Der kann den einen suppressen. Das wird er auch tun. Ich hoffe, dass Blue Grom nicht noch einen kassiert, aber aus der vollen Deckung hoffe ich mal, klappt das so. I'm on it, Commander. Dann stellen wir uns so hin, dass der Rocket hier nicht gesehen wird, aber in der nächsten Runde einen vernünftigen Shredder setzen kann. Der ist geflashbanged. 100. Wir trotzdem, glaube ich, lieber den Floater auszuschalten. Jetzt enttäusche ich mich nicht, Riddick. Ah, ich dachte mir, dass es nicht reicht vom Schau. Ach, der hankert ja auch, ich Idiot. Ah, ich ziehe mich lieber zurück.
Wollen wir jetzt hier ranrennen? Nein, wie schon gesagt, bei der Aktivierung. Der Scout kann eigentlich gerade nichts Sinnvolles tun. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Er könnte höchstens aufs Dach rennen, aber auch das resultiert wahrscheinlich in der Aktivierung. Jetzt kurz nochmal hier zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also alles, was jetzt hier gerade ausläuft, ist extrem knapp. Und wenn ich hier oben stehe, spätestens an der Ecke, würde ich die beiden aktivieren. Kann ich sonst noch irgendwas Sinnvolles machen? Hier ist auch noch irgendwo ein Floater, also hier jetzt vorzurennen funktioniert auch nicht. Der Holoschuss von dem ist gerade sinnlos. Denn ich will noch mal einen Schuss mit meiner Infanterie auf zum Beispiel den hier nehmen. Versuchen wir den Floater nochmal diese Runde auszuschalten. Muss man mit Infanterie zwar nächste Runde nachladen, aber sie hat ja Block and Load, das heißt, das kann sie auch als erste Aktion machen. Ach, schade. Ein anderer da über den Kopf, aber der merkt nichts. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glück. Auch was die Aktivierung der beiden angeht. Aber ich denke, die kriegen wir jetzt. Der ist immer noch gedisabled und geflashbangt jetzt. Und völlig dumm. Nach links, nach rechts. Overwatch, sehr gut. Ja, perfekt. Ja, ihr könnt euch jetzt gerne aktivieren, die Shredder ist bereit. Glaube ich zumindest. Ah, verdammt, sie kommt nicht ganz dahinter. Ach, naja. Also der eine Mutant hat sich hier todesmutig entschieden zu sterben. Ja, das kann man durchaus als todesmutig bezeichnen, denke ich. Dann haben wir noch einen Floater in der Luft. Muss nachladen. Floater können wir auf jeden Fall schon mal einen Shotgun-Schuss und einen Hudo besorgen. Oh, sehr gut. Lightning Reflexes. Wir sind Discovering Fire. Und ein Kill. Wunder. Ach, mein Scout. Echt fantastisch. Der Mutant hier vorne ist jetzt wahrscheinlich ein Ziel für meine Gunner. Ich kann schon wieder nichts sehen. Kann nur ihn sehen, hat aber nur eine 73. Infanterie kann nachladen, Schuss nehmen. Werden wir jetzt aber definitiv ausschalten müssen. Die Rakete können wir gerade nicht sinnvoll einsetzen, dann können wir eigentlich auch mit ihm den Schuss nehmen. Das geflankte Ziel ist aber ein bisschen Verschwendung. Wir müssen auch jetzt langsam echt mal an den Mutants da hinten arbeiten. Das sind eine ganze Menge. Auch mit ihr hier rüber gehen, aber dann laufe ich in Gefahr, hier geflankt zu werden. Das ist nämlich das Problem an dieser Deckung hier, an dieser Situation im Haus. Ich würde ja auch sehr gerne jetzt mal eine Flashbang einsetzen, also hier irgendwie rauszurennen. Das wird auf der Position, da kann er mich aber flanken, wenn ich hier stehe. Die beiden zu flashen wäre jetzt schon echt viel wert. So, den können wir suppressen. Das machen wir. Wir müssen jetzt möglichst viele von den Mutants ein bisschen ruhig stellen. Wir müssen eigentlich den Rocket hier in Position bringen. Jetzt wird er keine mehr setzen können. Ah, ist gefährlich, der hat auch keine AP. Komm schon, ich brauche einen Treffer. Gut, gut, gut. Jetzt mit dem Shredder ist er auch mit einem Schuss tot. Den kann meine Infanterie besorgen. Nummer 1. Jetzt können wir noch mit dem Sniper nehmen, aber danach ist sein Magazin auch alle. Mal erstmal, wen wir da beschädigen können. Vielleicht kann meine Infanterie. Ne, die hatte ja nur einen Schuss, weil sie nachladen müsste, verdammt. Nehmen wir mal den hier. Vielleicht kritisch auch, er ist weg, der hat am wenigsten HP. Nein. So viel Glück hab ich dann doch nicht. Jetzt können wir eigentlich ihn hier auch vorziehen, nicht, dass hier irgendwie was komisches ins Fenster fliegt und einfach erschießt. Die Gefahr, dass er hier von der Granate auf den Spot erwischt wird, ist sehr unwahrscheinlich. Overwatch einfach mal, falls der Floater irgendwas komisches macht. Hä? Konnte ich doch nicht sehen, warum konnte er mich sehen? Floater fliegt wieder hin und her, ich wusste es. Der hat irgendwie einen defekten Chip im Kopf.
Und hier haben wir wieder einen Overwatch Covering Fire. Das werden wir jetzt wieder mit unserem Shotgunner hier entschärfen. Lightning Reflexes sind dann noch die beste Methode, bevor ich jetzt mit anderen Leuten auf ihn schieße. Aus einer vollen Deckung heraus hat er echt überhaupt keine Chance eigentlich. Rotes Holo haben wir auch gerne auf ihm drauf. Und jetzt können wir endlich mal eine vernünftige Schredderrakete einsetzen. Zum Beispiel... eher die beiden hier vorne. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter nach links, sodass der jetzt wahrscheinlich nicht mit erwischt wird. Ist down, der andere ist geschreddert. Ach verdammt, mein Sniper kann nichts machen. Jetzt nachladen. Infanterie kann jetzt auch nichts machen, außer vielleicht aus der Position noch einen Schuss nehmen. Aber ich glaube, meine Gunner haben jetzt auch keine Sicht mehr. Die Position hat noch Sicht. Schafft es meine Infanterie da ganz rüber? Sieht nicht so aus. Ach, wieder dieses eine Teil. Aber hier meine Super-Infanterie, die sollte eigentlich mit zwei Schuss in der Lage sein, den zu killen. Ja. Mal gucken. Schön. Bisschen verpennt, was da jetzt noch alles auf der Karte ist. Ich mal kitten. Ja, das wäre schlau gewesen, wenn das schon mal früher zu machen. Jetzt lädt er erstmal nach. Und wir stellen die Infanterie ein bisschen vor. Overwatchen. Und er lädt nach. So, hier sind wir wieder in der Situation. War eigentlich gerade nicht sinnvoll, hier irgendwas zu tun. Oder höchstens eigentlich hankern. Jetzt verliere ich hier die Sicht. Ich weiß nicht genau, was der komische Floater wieder macht. Ich nehme an, der fliegt nach links und nach rechts. Und wieder nach links und nach rechts. Okay, jetzt sehe ich ihn wieder. Werde ich wieder mit dem Sniper eröffnen. Für den stehen nämlich beide auch im Freien. Jetzt kann ich hier auf den Mutern einen wunderschönen Schuss nehmen. Den lasse ich mir nicht entgehen. Ah, schön. Das Targeting-Module ist einfach geil. Natürlich fehlt mir das eine kleine bisschen HP, aber hey. Ich will mich nicht beschweren. So, er kann jetzt einfach hier den Schritt aus der Sicht nehmen. Moving to position. Und sich dann hier hinstellen. Er wird geoverwatcht und hier ebenfalls. Jetzt ist die Position ja wieder freizugeben, da mein Dude ja eigentlich überhaupt kein mit der SMG keine gute Position da erfüllt oder sowas. So, machen wir es so. So. So, seine Wand brennt, aber er könnte übergreifen, da sollte man drauf achten, also das ist nicht so. Ich übersehe das auch immer ganz gerne, wie das mit dem Feuer ist, aber es kann sich eben ausbreiten und dann steht man plötzlich unter Deckung da. Der 1 HP-Muton und der Floater. Was mache ich jetzt mit dem? Den kann ich natürlich wieder einfach wegsnipen. Hoffe ich. Ja, die Sichtlinie ist gerade noch da. Nehmen wir den Schuss. Und ich denke, ich werde wieder overwatchen. So, aber wir haben noch... Ne, haben wir jetzt alles aktiviert? Ich habe echt ein bisschen den Überblick verloren. 1, 2, 3 Floater. 1, 2, 3, 4 Mutons. Der eine Muton, 5. Floater. Ich glaube, da fehlt hier nicht noch ein Pot. On my way. Ich muss mal nachladen, aber hey. Kann man hier mit einem Flanking-Manövern arbeiten? Sie? Da kommt unser 1 HP-Muton und ich glaube, Mr. Muton ist jetzt Geschichte. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ach, Idiot, ich hätte sie ja schon längst nachladen lassen können. Sie hat doch Lock and Load. Ja, ist immer so die Sache, wenn man Perks noch nicht lange hat, dann verpennt man sowas ganz gern mal. Ich guck jetzt mal, ob überhaupt noch Aliens auf der Karte sind.
Ja. What was that sound? Ich meine, der eine Pod 2 Mutants, ein Floater ist noch nicht aktiviert worden, oder? Moving to position. Moving to Overwatch. Sollen wir langsam vorrücken? Wir könnten Folgendes tun. Hochgrappeln. Spider-Man. Aber leider schafft es nicht ganz auf die Position, also werden wir noch ein bisschen ausharren. Kriegen also unseren Sniper noch mal etwas besser. Wir hier weiter im Overwatch. Das Feuer ist, glaube ich, erloschen. Steht also keine Gefahr, dass hier die letzten zwei Teils aufbrechen. Oder das letzte, was dann schon eine Sichtlinie ermöglichen würde. Box mal die Tür hier. Ach, der Derpy Floater. Ja, stimmt, der ist noch. Der ist echt lustig, ey. Hi. Ja, praktisch, so ist er sogar flankbar, wenn er am Boden ist und an der Deckung steht. Ich glaube, also an irgendeiner Wand. Erst dann kann man quasi die Deckung aufheben und kriegt den Crit-Bonus. Ansonsten ist es nicht möglich, auf fliegende Gegner Crit-Boni zu kriegen. Also kriegt man Shotgun an und an. Und ich glaube fast, das war jetzt der letzte Gegner. Abgesehen von ein paar Drop-Ins, die wir gleich noch kriegen werden, wenn wir vorrücken. Ja, ist nichts mehr auf der Karte. Also ich habe mich doch nicht vertan. Ich hatte mich dann, naja, wie man es nimmt, ich hatte gedacht, dass da noch ein Mutant-Pod ist, aber wir haben doch alle ausgeschaltet hier in dem Kreuzfeuer. Irgendwie kommen mir die Leichen zu wenige vor. Ach, hier vorne lag auch noch einer, stimmt. Ach, und hier liegen auch noch zwei. Und das war der erste Fight. Ja doch, dann kommt es insgesamt. So, also wir rücken langsam vor, decken alles ab, mit dem Sniper vor allen Dingen. Und ja, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen sorgfältig sein und uns nicht von den Drop-Ins erwischen lassen. Aber mit den beiden Infanterie und dem ganzen Long-Range-Firepower, die wir haben, ist das eigentlich kein großes Problem. Moving out. I feel, Commander. Die VIP darf natürlich nicht alleine erwischt werden. Vielleicht sollten wir sie schon mal langsam mitziehen. Erstmal so. Roger that, scanning. Overwatch. Aye, aye. Bien. Observator, Commandant. Roger that. So, eigentlich haben wir nur den einen Treffer auf Blue Grom abbekommen, oder? Ja. Das war ein HP-Schaden. Schade, schade. Das würde wieder kurz ausfallen. Das ist eine blöde Position. Ich weiß, dass man einen Sniper den da sehen kann. Vielleicht kann er ihn sehen, wenn jemand da hingeht. Aufdeckt für mich. Ja, das müsste eigentlich eine Sichtlinie sein, oder? Ja, gut. Ja, gibt keinen Grund, mit wem anders zu schießen. Pow! Eliminado! Eliminado. Moving out! Das ist eben das Problem an den komplett randomisierten Drop-Ins. Also, wenn sie jetzt irgendwie immer in der Nähe des Spots kommen, dann, naja, kann man sie halt mit Overwatch killen, aber. Wenn sie halt komplett zufällig sind, dann kann es schon manchmal ganz schön hässlich werden. Ich glaube, ich schicke sie mal hier aufs Dach, setze mal nur eine kleine Wumme her, aber von da aus kannst du ganz gut was sehen und eingreifen, hoffe ich, denke ich so. Schmörrebrett. So. Ja, du bleibst nochmal eine Runde hier drin. Okay, da war kein Drop in diese Runde. Kommt der mal mit raus. Immer schön hankern. Shotgun kommt vor. Irgendwer müsste auch nochmal hier aufs Dach rauf, fällt mir gerade ein. Da aufräumen können. Die können nämlich recht gefährlich sein, die Drop-Ins. Hat man nämlich häufig keine Sicht drauf. Oder sie landen sofort in Deckung, was auch passieren kann. Overwatch, aye aye. Oh, mein Sniper wird schon regeln. Jive. Ups.
Mit hier hinten die Flanke ist dann natürlich auch der Einzige, der die Overwatches trippen kann. Naja, wir haben auch die Suppressions, aber... Nichts. Wäre hier oben in Position einzugreifen. Und wir nähern uns also langsam hier der Ziellinie. Roger, I've got my eyes on. Bien, commandant. Ok, je surveille la zone. Occhi aperti, commandante. Moving out. Roger, I've got my eyes on. Das gefällt mir ganz gut, hier ist er besser geschützt. Hier kann er Drop-Ins, steht zentral, kann ja in alle Richtungen aufs Haus eingreifen. Und dann schicken wir nochmal jemanden hier auf eine wunderbare Position, von der die Ziellinie eben gut überblickt werden kann. Dass hier hinten keine Spirenzien passieren. Stellen wir hier nochmal jemanden hin. Er kann ein bisschen aufschließen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich vertue mich einfach notorisch mit dem Geschlecht meiner Soldaten. Ich achte einfach nicht drauf. Und sage dann mehr oder weniger zufällig eher sie. Aber das ist echt schon... So. Gut, gut, gut. Du kommst hier in die Ecke. Und du kannst da bleiben. That op zone is about to get hot. Hostiles are inbound to your location. Einmal Futter. Was? Oh Gott. Bin ich nicht gewöhnt von meinen Scouts, solche Schüsse. Ich will jetzt nochmal prüfen, was das genau für eine Chance war. 97 hat sie verfehlt. Ja gut, mit Overwatch dürfte es wahrscheinlich nur eine 77 gewesen sein. Aber das Ganze besser. Und da ist er. Thank you for coming to my aid. Ach, schön. Die ist doch ganz gut gelaufen. Beneficial to the cause. Looks like the VIP is secure. Buckle up and return to base. We have a new objective. Job's nearly done. Ich wollte gerade sagen, clean up any remaining resistance before coming home. Schon passiert, Bradford. Wir haben alles gesäubert. Ich dachte gerade, die VIP ist dann noch irgendwie weggelaufen, nachdem sie in der Evacuation Zone war. Aber der Sky Ranger steht hier links. Jetzt bin ich mal auf den Krankenhaus-Timer für Bluegrom gespannt. Ich hoffe, es sind nur irgendwie 4-5 Tage, also nicht mehr als eigentlich eine Exhaustion. Ich glaube, ich hatte ihn eh exhausted, oder? Wäre sowieso über so ausgefallen. Yep, 9 Tage, ist okay. Ja, ist ärgerlich. Exhaustions meine ich. Keine Rank-Ups und einiges an Leichen. 40 Weapon Fragments, das ist nicht schlecht. Und das hier ist fantastisch. Ja, das ist nicht so cool. Gehen wir gleich mal und reparieren die Carapace Armor, die beschädigt wurde. So, und ich denke, wir holen uns jetzt noch 20 Cash und werden hier endlich mal das Officer Upgrade machen. Router, guck mich mal. Purchase, yes. Ja, ich kann nämlich schon das nächste längst machen, ist wohl klar. Aber jetzt müssen die Lieutenants, die ich jetzt habe, auch erstmal auf dem Rang, auf dem sie gerade sind, genug Missionen machen. Also wenn ich jetzt die beiden hier aufrüste, und das werde ich jetzt auch tun. Hier gefällt mir immer die Damage Reduction besser. Das hier ist global, also man muss nicht innerhalb der Reichweite der Offiziere stehen, aber ich habe meine Offiziere eh schon extra so gewählt, dass sie in der Regel die sind, die eben sehr zentral stehen. Und 5 Defense sind schön und gut, aber eine 5%ige Chance, schlechter getroffen zu werden, finde ich nicht, also nur auch wenn sie in Cover stehen, finde ich nicht so gut wie eben eine garantierte Damage Reduction from Cover.
Und das kann dann, glaube ich, 2 bis 4 sein, wenn man in vollem Cover steht, die Base Damage Reduction, die hier dann eben verdoppelt ist. Also das Talent gefällt mir einfach besser. Fräulein Shaw, hier haben sie den zweiten Orden. Ja. Und dann noch gleich einen für Blue Grom. Kriegen sie hier gerade im Krankenhaus. Gesichtsausdruck ist irgendwie merkwürdig. Er hat schon viel gesehen, ja. Und wenn ich jetzt noch befördere, das muss ich mir mal ein bisschen genauer überlegen. Wahrscheinlich werden es wieder Gunner und Infanteristen werden, die halt viel Windskraft haben. Also sie hier würde sich zum Beispiel gut eignen, sie hier würde sich auch gut eignen, um eben dann auch noch weitere Leute zu haben, die Stay Frosty haben, um weiter ein bisschen die Fatigue zu reduzieren. Ja, was ich gerade so sage, ich glaube, den hier kann ich gleich mal machen. Willkommen im Club. Die haben alle so tote Augen. Meine Soldaten machen mir Angst. Und den letzten, den kriegt 54 Willenskraft, ist schon ganz gut. 59. Hier ist Holz, haben auch sehr viel Willenskraft. Theoretisch sind Medics auch keine schlechten Kandidaten. Ja, aber ich, wie war es nochmal? Offiziere dürfen keine Psi-Soldaten werden? Ich glaube, das war so. Deswegen verteile ich meine Orden auch immer an Klassen, die halt eigentlich immer nur ballern. Dass sie dann nicht schmerzt, keine Aktion übrig zu haben für Psi-Fähigkeiten. Also ich denke hier, das wird nochmal ein Gunner, der hier mein Offizier wird. Auch dir herzlichen Glückwunsch, Baby. Okay, gut. Das hätten wir. Geld ist alle. Wir müssen eigentlich nur noch warten. Achso, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz gucken. 35 Scientists, 22 Engineers. Bringt mehr Engineers. Aber 20 Mutons abgeben für 2 Engineers, das ist ein scheiß Deal. Nee, meine Laser Rifles brauche ich noch. Vielleicht, wenn ich Gauss hab. Class Raider. Da habe ich den Tech noch nicht. Es würde mich ziemlich viel kosten, den runterzuholen. Ich habe in 2 Tagen allerdings auch wieder 2 Jäger. Scheiße. Ich weiß nicht so recht. Man kann ihn fliegen lassen, dann macht er ein bisschen Panik. Und ich hätte eben meine Jäger alle intakt für die eigentlich problematischen, für die Scouts und für die UFO-Abfangjäger. Quatsch, für die Satellitenjäger, meine ich. Und... Lass mal ganz kurz gucken. Sieht auf meinem Ersatzhangar aus. Die müssen noch lange umgerüstet werden und danach haben sie auch noch lange Reparaturzeit. Also hier was reinzurotieren ist gerade nicht. Wenn ich jetzt alle meine 3 Jäger verbrauche, um ihn vielleicht nur von der Mission abzuholen, halten und noch nicht mal runterzuholen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Soll ich ihn vielleicht lieber ziehen lassen? Meine Baracke sieht auch nicht so gut aus gerade. Bräuchte ich eigentlich auch nochmal 1-2 Tage, bis da wieder was vernünftig... gezogen habe ich dann. Ja gut, das sind jetzt gerade noch die Fatigue-Wunden hier. Exhaustion-Dinger. Aber trotzdem... wie sieht es mit dem Panic-Level in den USA aus? Da fliegt die USA an, da wäre es völlig okay. Kanada wäre schlecht. Ich glaube, ich lasse ihn ziehen. Contact detected. Ja, da kommt nämlich ein Medium-Satellitenjäger und für den baue ich jetzt meine halbe Flotte, denke ich. Wir holen ihn jetzt erstmal runter, eine Stunde noch. Könnte noch passieren, während er fliegt. Jetzt hier 4 Stück. Okay. Erstmal einen Nuller mit aggressiv, wie immer. Gut, dass ich den fliegen haben lasse. Das war, glaube ich, clever. Enemy is padlocked. Guck jetzt gleich nochmal die Panic-Levels an, ob er der Raider da groß was erhöht hat. Vielleicht lieber ab, weil als ich einen Crit kriege, ist er weg. Der hat schon ein paar gute Treffer gelandet. Wir schicken den zweiten Nuller los, auch wieder aggressiv.
Den will ich jetzt eigentlich nicht nur von seiner Mission abholen, sondern sogar runterholen. Ob wir das dann vielleicht gleich mit unserem Captain schaffen. Okay, gut, gut. Und jetzt schicken wir hier den Captain los, den Major mittlerweile sogar. Ich denke, ich schicke ihn auf Balanced los, in der Hoffnung, dass er gar keine Treffer kassiert. Ich glaube, ich brauche nur noch so 2 oder 3 Treffer bei ihm, um ihn runterzuholen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja. Ich hoffe, dazu selber keinen zu kassieren. Oh, Alter, wie viel hält denn das Scheißteil aus? Contact detected. Gut, jetzt schicken wir nochmal einen mit aggressiv los. Ist jetzt schon natürlich von seiner Mission abgehalten, aber wie schon gesagt, jetzt habe ich schon so viel investiert. Jetzt will ich ihn auch noch runterholen und die Mission erzeugen. Na gut. Natürlich kriegt er nochmal einen Treffer. Alien Crew moving at the site. Wir werden aber eine Weile warten. Ich glaube, die 36 Stunden werden wir noch einige Soldaten reinspülen. Ja, 2, 3, 4 Leute noch. Vielleicht kommt in der Zwischenzeit noch was anderes. Abduction, okay. Commander, we've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Das machen wir zuerst. Die Abduction hat nur 8 Stunden. Es ist eine Light Abduction. Wir würden ganz gerne mal wieder mit einem Engineer in 4 Stunden. Ist aber auch nur ein Lieutenant Corporal. Hat alle meine 3 Engineer, die capturen können, ausgefallen? Das ist 2. Ah, ne. Die Architect ist hier oben am Start. Könnten wir dann in 20 Stunden schon wen anderes wieder mitnehmen? Nee. Also wir können nur auf eine der beiden Missionen einen Capture Engineer mitnehmen. Nehmen wir jeder einen vernünftigen Offizier, um die Fatigue in Schach zu halten. Nur einen Sniper, einen vernünftigen. Aha. Ich denke, wir machen jetzt mal gleich die Abduction. So, ich sehe euch gleich wieder, wenn das Squad fertig ist. Also bis gleich. Okay, da sind wir. Und wir haben ein kleines Problem in Form von kaputten Carapace Armors und nicht ausreichend fertiggestellten. 3 Leute hier haben jetzt keine vernünftige Rüstung. Ich habe mich dazu entschieden, sie dem Rocketeer, Medic und meine Infanterie zu verwehren. Letzteres fiel mir schwer, aber Scout, Assaults und die beiden Gunner brauchen sie dringend. Und scheinbar haben wir gerade nur 4 Stück parat. Die anderen sind, 2 sind glaube ich in Reparatur und 2 werden noch konstruiert. Einer eben für den 8. Slot, wo man die Kestrel mitrechnet, die jetzt unser Engineer hat, um hier besser an die Captures ranzukommen. Naja, ansonsten ist das Squad eben auch darauf ausgelegt. Wir haben diesmal 3 Flashbangs dabei, die beiden Gunner mit Suppressions. Wir haben keinen Sniper dabei, aber in der Urban Close Quarters Map könnte das ganz gut funktionieren, dass wir jetzt stattdessen mal einen Assault dabei haben. Und den würde ich auch ganz gerne endlich mal auf einen Level kriegen, wo er Sprinter kriegt. Das ist halt sehr weit runtergerutscht in 15. Das ist also auf Gunnery Sergeant zu bekommen. In der nächsten Stufe wird er dann hier Resilience bekommen und dadurch noch ein bisschen tankiger werden. Und ja, dann Sprinter und dann irgendwann Extra Conditioning. Dann ist er mein perfekter Covered Operative und auch Psioniker irgendwann. Jo, das ist also das Squad und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir damit loslegen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald, euer Nachbar.